das Wort. Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es geht in der Debatte um das Ziel, zu hohe Wildbestände deutlich zu reduzieren, und das mit jagdlichen Mitteln. Ja, in vielen Regionen sind Wildbestände leider so hoch, dass junge Bäume einen Schutz von Zäunen brauchen. Das ist teuer und zerschneidet Lebensräume, hat also Nachteile. Diese jungen Bäume werden aber dringend gebraucht, nicht nur für den Waldumbau, der schneller gehen muss, sondern leider eben unterdessen auch für den Ersatz in Wäldern mit Sturm- und Dürreschäden. Zum Glück gibt es einen Konsens in der Gesellschaft und auch hier im Bundestag, dass wir unseren Kindern nämlich gesunde und zukunftsfähige Wälder hinterlassen müssen. Gerade unserem Land wird ja auch ein geradezu mystisches Verhältnis zum Land, zum Wald nachgesagt, was übrigens umso absurder macht, wenn noch immer Wälder für Tagebaue oder Autobahnen gerodet werden. Es ist unstrittig, dass Wildbestände vielerorts reduziert werden müssen. Dabei geht es auch nicht nur um Forstinteressen. Als Veterinärepidemiologin warne ich seit vielen Jahren vor dem hohen Risiko historisch hoher Wildbestände im Zusammenhang mit afrikanischer Schweinepest. Gleichzeitig sind die Ursachen hoher Wildbestände aber sehr vielfältig. Und gerade als Tierärztin muss ich vor dem ganz großen Halali trotzdem daran erinnern, auch Wildtiere sind Lebewesen, und sie gehören zum Ökosystem Wald. Sie dürfen nicht auf Forstschädlinge reduziert werden. Aber nicht Wald, also nicht Wald vor Wild, aber das ist hier schon mehrfach gesagt worden, sondern Wald mit oder und Wild. Darum geht es. Die Zweifel, ob die Neuregelungen erforderlich, geeignet und verhältnismäßig sind, müssen wir deshalb aus meiner Sicht jedenfalls in der Anhörung noch mal sehr ernsthaft diskutieren. Es gibt aber sehr gute Beispiele, wie Wald mit Wild gelingen kann. Und von diesen Erfahrungen müssen wir dringend lernen. Das Ziel ist klar: Waldumbau und Wiederaufforstung muss erfolgreich sein und möglichst ohne Zäune. Ja, dazu werden standortangepasste Wilddichten gebraucht, und kluge Jagdkonzepte gehören eben unbedingt dazu. Gelingen kann das aber nur mit enger Zusammenarbeit vor Ort zwischen Landbesitzenden, zwischen Land- und Forstwirtschaft, der Jägerschaft und den Behörden. Die Debatte wäre aus meiner Sicht aber sehr viel leichter, wenn es ein gesellschaftlich anerkanntes Leitbild Jagd gäbe. Denn bei der Frage nach der Aufgabe von Jagd und ihren erlaubten Handlungsspielräumen ist ein sehr, sehr breites Meinungsspektrum festzustellen. In der Waldstrategie 2020 hatte die damalige Bundesministerin Frau Aigner ein solches Leitbild Jagd angekündigt. Das war sehr mutig, und ich war schon sehr neugierig auf die sicherlich sehr spannungsgeladene Debatte. Nur hat sie eben halt nicht stattgefunden. Leider. Aus linker Sicht muss Jagd eben als Gemeinwohlaufgabe im Ökosystem Wald definiert werden. Und Jagdausübung darf kein Privileg elitärer Geldbeutel sein, sondern muss auf die Leidenschaft für einen gesunden, standortangepassten Wildbestand beruhen. Außerdem wird zur Konfliktlösung mehr Jagd- und Wildforschung gebraucht, genauso wie gut ausgebildetes und gut bezahltes Personal im Wald. Nur allein mehr Jagd wird das Problem nicht lösen. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Grüne hat das Wort der Abgeordnete Harald Ebner.